Ciao zusammen, mein lieber Fuchs. Neue Session Lara starten wir. Shadow of the Tomb Raider. Es wird cool. Freue mich. Ich habe vorhin gesehen, es sieht da enorm. Jetzt liegt die Einschein da. Es sieht schon geil aus. Ist geil gemacht. Freue mich. Dann seid ihr mit dabei. Und noch etwas zum Ding. Das wollte ich noch sagen heute. Zu den Gräbern. Ich gehe ja jetzt da, habe ich gesehen, auf dem Weg von da oben gibt es da wieder ein Grab. Ah nein, das ist Wandgemälde. Oh. Aber da die Krypta und das Grab und so, kann ich das schon einmal greifen. Ich latsche jetzt da nicht durch den ganzen Dschungel und wahrscheinlich mache ich da ein Special draus, irgendwie einen speziellen Part, wo ich das Zeug greifen. Vielleicht tue ich es nicht mal kommentieren, mal schauen, wie ich das machen will. Und sonst, Ideen hast, ja, und mit reinschreiben, he, wie gäng. Bin sowieso, die Leute ein bisschen kommentieren, das Fakt. Ist cool, wenn die Leute ein bisschen etwas sagen und, wie gäng, das Fakt, ist cool. Ungeniert etwas schreiben und, nämlich. Also, wir gehen in meine, weiter braucht es zu dem nicht und sagen Tom Honey und Action. Cool. So, also. Jana ist am Start hier. Er ist ein bisschen feisteren, aber weiter. Gehen wir raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Ja gut, Zivilisation ist bei ihm gesagt davor. machen wir auch nicht so gesonnen, oder? Riesen der Kräutermischungen zu. Moment mal. Wahrnehmungspflanzen. Mehr Info, Wahrnehmungspflanzen. Das wollte ich heute schauen. Kräutermischungen, ja. Lara Kanier erkennt diese bezüglich Kräutermischungen nutzen, um sich selbst zu heilen und vorübergehend ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ah. Sie können sie erneuern, indem sie das gewünschte Rezept erneut herstellen. Ah, siehst du? Cool. Habe ich nicht gewusst, das habe ich jetzt gerade bekommen. Also. Soll ich mal eine nehmen, mal schauen, wie das tut. Ah, schau da. Shit, da sehe ich alles nur. Scheiße. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Oh, das ist der cool gemacht. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung, der nächste Band behandelt Syrien. Ah, das ist jetzt nur so gerade gewesen. Oh, das ist... Das Rätsel gleich nochmal. Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Genau so, das wäre da wieder so ein Grab, oder was? Ja. Oder wie? Ich glaube, da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Oder da eine. Ist das da eine? Sieh, no. Herausforderungsgrad. Mal, eben, siehst du. Lara, was du nicht erzählen, ist gut.
Mal, da wäre eben so ein Grab. Und ich glaube, ich gehe das nachher gereicht. Ich wollte jetzt ein bisschen weiter. Reif des Adlers. Ich glaube, ich spare mir den Punkt. Den Fähigkeitspunkt spare ich. Oh, da hat es jetzt etwas gegeben. Oder? Augen des Adlers. Ah. Ah, das ist das, was ich vorher gesehen habe. Cool. Ich glaube, ich spare mir den Fähigkeitspunkt und nehme dann eins von denen da, was zwei kostet. Ja, das wäre vielleicht auch noch cool da. Und das da? Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei, das wäre auch gut. Ja, ich spare das Pünktchen, spare ich und nehme dann eins von denen, wenn ich dann zwei Pünktchen habe. Okay. Also, jetzt. Das Grab ist hier. Das ist. Ah, hier ist das Grab. Das kann ich nachher nehmen. Also, die Leute, wir machen es wirklich so. Die Gräber kann ich nachher nehmen und ich nehme dann das auf. Ich muss schauen, wie ich es mache. Und vor allem, ob die zuerst schnell reisen können. Das wird wahrscheinlich jetzt auch mal freigeschaltet. Und dann. Ich gehe ja gerne wieder zurück. Also. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Au! Hey, hey! Komm schon! Lara! Nimm die Leuchtpistole! Hey Mann, shit! Wo bist du? Oh, hochgeklettert! Oh, kann ich hochklettern. Oh, gut. Oh, weisst du? Ah, ein bisschen vor. Oh, das hier kommt hoch, Mann. Scheisse. Ja, geen heilig meer. Ja, keine Pfeile mehr. Scheiße, nein! Oh.
Und sie verblieb viel am Machen. Wenn jetzt das macht. Nein! Nee, mit dem Pickel, oder? So. Aha, Hüpfi. Ich hab keine Pfeile. Kann ich nichts machen. Ja, keine Pfeile. Wieso kann ich Pfeile machen? Nein, noch nicht. Halb zu ziehen. Toi. Keine Pfeile machen. Ah, oh, Kampfmess. Hey Mann! Scheiße! Lara, bist du okay? Ja, bin ich. Hure Panik, Scheiße, du, jetzt Gott, vertell mich. Lara! RTM, geräuschlose Pfeile herzustellen. Benötigt Hartholz zum Federn, ja, ja, nicht mehr. Lara, bist du okay? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja.
Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathehausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Schön, tapfer Abenteurerin. Ich bin wieder überrascht. Das ist wirklich sehr gut. Sehr gut. Also, ich muss da irgendwie durch, hey, anscheinend. Hey, das ist der cool. Ach, Mann. Das ist nicht so eine nicht erwartet, ehrlich. Geil. So, gut. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Oh, ist das? Urfobjekt. Wo soll ich denn herwerfen? Ich will jetzt zuerst dort hoch. Oh. Das hat nicht gereicht. Nicht, hä? Kann ich da nicht hochklettern? Muss ich da Sachen schiessen? Das ist Sand dazu, sehr cool. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Aha, noch einen finden. Ah, ich muss noch einen finden. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Ah ja, da. Cool. Habe ich noch irgendwo so eine Ding? Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Kann ich auch. Nein, ja, das geht nicht. Hä? Hochschmeissen kann ich ihn nicht. Muss ich hin durch.
Yes. Nee, aber das ist ja nicht wahr. Das verbotene Grab ruft. Die kleine Schatzjäger, du. Aha. Der Schatz tritt zutage. Geheimnisse der weißen Königin. So, machen wir rutschen. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Oh, das ist da unten noch. Ah, jetzt haben wir eine. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Was ist das? Ich sehe es fast nicht. So, mal. Ah, schon ist etwas herzeigen. Und da? Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Aha, gut. Oh, wenn ich noch mit vielen Wogen schiessen. Tödliche Präzision. Meistens. Ah, nee, ja, ein Wogen oder so. Ich sehe nichts. Ist der Hänger noch? Was ist das? Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Ja. Also. So was muss ich eigentlich jetzt noch... Oh, da hat es noch Hölle, du. Achtung. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Aha. Okay. Habe ich da nicht irgendeinen Pfeilbogen selber gebastelt, oder? Oder mit dem? Ich hätte doch da noch Büchsen gehabt. Nicht. Ah, hat es einen Pfeiler? Ich werde noch wogen. Oh, aha, hier. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Aha. Vorher habe ich gesehen, wie ich den Jaguar getroffen habe. Dann musst du noch ein bisschen üben, Lara.
nämlich. Ah, hier kann ich auch noch einschauen. Bin ich da vorhin drin gewesen? Ah ja, komme ich da unten wieder raus. Wo jetzt? Kann man ausgesehen werden. Aus. Stauchen klettern. Die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Ja, gut, also. Okay. Kraft muss sich beeilen, wenn sie den Schatz finden will. Aber ist es jetzt ein Tag? Aha, Steuern kann ich noch. Ja, es ist schon cool. So, also. Ach, jetzt Gebüsch verstecken. Tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Ah, das ist er da, hä? Oh, was muss ich jetzt machen, oder? Ja, gerade kein Plan. Da hinten kann ich da. Hängen noch etwas. Wer hat jetzt noch? Aha! Kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? Schachfigur. Oh. In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Aha. Das ist noch etwas, was ich wieder. Habe ich nicht gesehen. Irgendwie drüber. Ja, noch nicht. Okay, innen bin ich gesehen. Ich muss jetzt los. Oh, so geil. Aber das ist ein cooles Intermezzo da. So hure geil. So gut gemacht. Echt. Wir sind da hingereichen. Auch oh, weh. Nein. Wir sind da her. Wo musst du her, Lara? Ich will Velo fahren. Da kann ich nicht rein. Ich muss jetzt los. Wo muss ich hin? Ihre Sinne hat sie auch schon. Auch ein Kletterer. Lara, musst du auch ein Kletterer? Und jetzt zum Warenplatz im verbotenen Grab. Yes. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Ue.
Huere Bützli, Gerle. Huere Herzig. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Ui. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Seid doch rein. Hallo. Psst, geh weg! Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Hey, shit, Mann. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Hatti, Meiji. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Oder? Ah, dort. Ja. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ich will dich ein bisschen umschauen, das ist cool. Da kann ich auch nicht rein. Ich muss vorne rein, wo die Tür offen ist. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Oh, das sieht nach einem Rätsel aus. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die weiße Königin?
Ja. Das ist irgendwie, ist das ein Rätsel? Ah. Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Sehr gut. Und jetzt, wo ist Nord und wo ist Osten? Kann ich da etwas drehen? Kommt. Dreißig Grad Ost. Jetzt muss ich dann noch Osten. Ah, Moment. Wegen dem ich muss ja in Osten kommen, oder? Ich habe gerade den falschen Weg gedreht. Sie grad Nord, hä? Ah, der andere Weg. Das ist immer falsch. Und die muss ich auch irgendwie verschieben irgendwie. Hm? Zwei mit Schilder. Udo. Das ist ägyptisch, ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen.